Hallo und herzlich willkommen bei Nerdetech. Mein Name ist Destis und heute spielen wir Monster Hunter. Nö, spielen wir nicht. Wir spielen heute Dauntless. Dauntless ist wie Monster Hunter. Und jetzt kommt das Besondere. Es ist kostenlos. Ihr könnt es jetzt für PC spielen. Und die Switch-Version ist schon unterwegs. Das Coole an Dauntless, weil es auch schon auf PS4 und Xbox rauskam, ihr könnt den Speicherstand übernehmen. Das heißt, wenn ihr jetzt und heute auf dem Epic Game Store Dauntless anfängt, kostenlos, könnt ihr euren Speicherstand, sobald die Switch-Version rauskommt, weiterführen. Deswegen zocken wir zusammen davor, bevor es rauskommt, auf der Switch Dauntless. Nur mit Maus und Tastatur, ne? So, und ich bin mega gespannt, mir wurde das Spiel empfohlen. Es ist wie Monster Hunter in einem anderen Grafikstil. Sehr, sehr viele kleine Elemente, die Monster Hunter wirklich zu dem machen, was es ist, sind sogar in diesem Spiel drin. Also es ist nicht so, dass man das allgemeine Prinzip von Monster Hunter übernommen hat, sondern wirklich ins Detail. Es kann positiv, negativ sein, das werden wir sehen. Schauen wir einfach mal nach, oder? Los geht's! Okay, und jetzt können wir uns einen Hunter erstellen, so wie es ausschaut. Also, es gibt gefühlt jetzt schon bessere Auswahlmöglichkeiten wie beim Monster Hunter. Die haben alle sehr einen asiatischen Touch, wenn ich das sagen darf. Okay, fangen wir mit dem Kopf an. Man wählt hier ja quasi schon männlich-weiblich, ja? Wollen wir ein Männchen oder ein Weibchen nehmen? Also ich nehme eigentlich in solchen Fällen immer gern Weibchen, weil man kann hier auf zufällig gehen, schau. Man kann auch ein sehr männliches Weibchen machen. Ah ja, hier. Männlich. Weiblich. Also es sind gerade weiblich. Man wählt erst den Kopf und dann das Geschlecht. Kennt jeder, ne? So, wir sind jetzt weiblich. Ich überspringe das mal für euch. Bei mir dauert das mit der Charakterstellung immer ewig. Was für eine detaillierte Charakterstellung. Ich liebe sowas. Da hat bei mir das Spiel schon gewonnen. Ihr könnt wirklich aufs kleinste Detail euren Charakter umstellen. Das ist cool. Das gibt's bei Monster Hunter nicht. Im Gegenteil. Das ist das, was Monster Hunter fehlt. Weiter. Oh, und gleich im Gameplay. So macht es Spaß. Also ich muss schon mal sagen, an der Stelle macht das Spiel das cool, dass es die Story gut mit einbindet. Ich hoffe, es läuft flüssig. Wenn nicht, lasst mich die Grafik einmal runterstellen. Moment. So, ich habe jetzt die Settings angepasst. Jetzt soll es flüssiger laufen. Ups. Okay, also laufen kann ich schon mal. Ich habe eine Waffe. Das ist cool. Es fühlt sich auch sehr gut an. Und es gibt Zeug zum Sammeln. Da haben wir ein Flitzblatt. Gut, Zeug sammeln ist geil. Das taugt uns immer. Da ist was zum Schnitzeln. Das ist cool, das macht Fun. Okay, die lösen sich einfach auf, nichts zum Ausnehmen oder so. Oh, nice. Leertaste. Spezialattacke. Shitty. Okay, also es ist schon mal nice, nur mal so am Rande. Und ich kann sogar den Schwanz abschneiden. Oh mein Gott, wie Monster Hunter. Okay, bei mir ruckelt sehr. Das ist echt schade. Das ist das, was ich immer meine. Eigentlich sollte der PC das ohne Probleme hinkriegen. Ich weiß nicht, warum das Spiel jetzt so viel Ressourcen frisst. Aber zum Ausprobieren ist es auf jeden Fall okay. Fängt er dann auch an zum Schwitzen, so wie bei Monster Hunter? Also was, wenn ich es ausstellen kann, werde ich das Blut ausstellen. Das stelle ich bei Monster Hunter auch immer aus. Das braucht es einfach nicht. Das ist halt nur so ein Splash-Effekt, den kein Schwein braucht.
Und das ist halt unnötig. Weil wenn der wirklich bluten würde, würde das Monster schon verbluten nach ein paar kritischen Angriffen bei den... Also wenn wir da schon so im Realismus drin sind. Das ist eine Mischung aus Fisch und Biber und es hat irgendwie Hühnerbeine. Ich lass mich voll rumschubsen. Ich habe irgendwie verpasst, wie ich... Autsch. Tränke einsetzen kann. Also es taugt mir. Es ist cool, vor allem, dass wir mit so mit jetzt sind die Cutscenes besser. Es ruckelt zwar immer noch ein wenig, aber es ist besser. Vor allem, wenn ich das richtig gesehen habe, ich habe währenddessen gleich alles eingesammelt. Das heißt, ich verschwende keine Zeit, zum Monster hinzugehen und E zu drücken. Klar ist es natürlich der Kick und so, oh, was kommt jetzt raus, aber... Ah, es ist cool! Dauntless ist cool! Warum sagt mir das keiner früher, verdammt? Vor allem ist es ja schon so ewig... steht schon ewig lang fest, dass eine Switch-Version rauskommt. Also es gibt schon eine PS4 und eine Xbox-Version. Und es kommt auf jeden Fall die Switch-Version raus. Die machen die halt nur noch. Die optimieren das für die Switch. Und dann bringen sie es raus. Und es wird kostenlos sein, genauso wie am PC. Und ihr könnt euren Account weiterhin verwenden. Das heißt, euer Speicherstand wird übertragen. Und deswegen werde ich jetzt einfach Dauntless immer wegen zocken. Wunderschön. Wunderschön. Bis es für die Switch rauskommt. Ist doch geil, oder? Vor allem, das ist dann das Monster Hunter, das die Switch noch nicht hat. Weil es gibt zwar ein Monster Hunter für die Switch, aber das ist so nach dem 3DS-Style von Grafik. Und, ja. Es ist halt so ein typisches Monster Hunter und man könnte da viel mehr draus machen. Also es ist schon vollwertiges Monster Hunter. Das ist jetzt nicht, aber... Also es schaut echt cool aus. Das ist cool. Der Grafikstil ist halt ein anderer, ne? So. Abschlusstag. Ich weiß, die Rettung zu schätzen. Ich will dir noch einen Heißbrei ruhen. Du bist bereit, eigene Faust loszuziehen. Das Schiff ist jetzt deins. Okay. Wenn du bereit bist, dieses Übungsschwert beiseite zu legen, habe ich etwas für dich. Einen ganzen Satz Ramskater Rekrutenwaffe, geschmiedet aus ostischem Stahl. Du wirst sie gebrauchen, um gegen die jungen Behemoths und geschützten Grenzgebiets loszuschlagen. Du wirst außerdem besseren Schutz brauchen. Ich habe Moira, nur anders geschrieben, von der Hikes-Ketter-Schmiede gesagt, dass du kommen würdest. Es ist an der Zeit, dass du lernst, wie man die Kräfte des Behemoths gegen sie verwendet. Jetzt kriegen wir verschiedene Waffen. Werde ein Meister-Slayer. Das Meisterschaftssystem ist mit Zielen für Slayer gefüllt, um ihre Fähigkeiten mit verschiedenen Waffen zu vervollständigen, um die Behemoths des Shattered Isles zu jagen. Greife auf die Meisterschaft zu, indem du Escape drückst und Meisterschaft wählst. Wenn du Meisterschaft dazu gewinnst, erhöht sich auch dein Slayer-Level. Und mit deinem Slayer-Level erhöht sich deine Effektivität mit erhöhter Gesundheit, Ausdauer und divers Boni. So, und jetzt sollten wir theoretisch einmal alle Waffen bekommen haben. Hier, okay. Da ist nochmal die Erklärung. Wir hatten das Schwert. Okay, das ist kein Großschwert, das ist ein Schwert. Obwohl es kein Großschwert gibt, Fragezeichen. Das ist ja schade. Dann haben wir die Kettenklingen. Da gibt es sogar Erklärungsvideos. Schau, sowas gibt es bei Monster Hunter nicht. Dann haben wir den Hammer. Okay, der ist eher wie das Großschwert. Ja, sowas taugt hart. Mit Reinhard Boost hinten dran. Haha, geil. Nice Scheiß. Dann haben wir die Axt. Sollte dann auch eher eine schwerere Waffe sein. Das ist das Großschwert.
Dass das 1 zu 1 ist groß wird. Dass es 1 zu 1 ist groß wird, außer dass man anscheinend so ein Ding machen kann. Vor allem das mit dem Aufladen gerade eben. Okay, dann haben wir den Kriegsspeer. Sag mir ja nicht, mit dem Ding kann ich springen. Wie in Monster Hunter. Also, das ist schon mal cool, es sieht geil aus. Das war schon das Erklärungsvideo. Okay, dann haben wir die ostische Repetierpistole. Pistolen. Ja, das ist einfach draufschießen aus der Ferne. Und dann haben wir einen Ätherstürmer. Cool. Okay. Da ist das Monster. Das Blut noch ausstellen. Cool. X, um die Waffe wegzustecken. Okay, ich brauche ja gar nicht auf meine Leben zu achten. Haben wir es besiegt. Junger Gnasche erledigt. Jetzt wissen wir auf jeden Fall schon mal, wo die Unterschiede liegen. Wir haben quasi Monster Hunter mit einem anderen Grafikstil. Es ist mehr auf MMO getrimmt. Das heißt, es geht darum, wirklich schnell jemanden zu finden, mit Leuten zu spielen. Er schmeißt sich in die Lobby mit Leuten. Es ist einfach, jede Mission wird quasi zusammengespielt. Das ist schon mal cool. Man wird gleich in Voice Chat geschmissen ohne Probleme. Also man, die helfen einem auf jeden Fall da auch zu kommunizieren. Von den Ingame-Sachen her, vom Kaufpass und so. Das Spiel ist kostenlos. Wenn ihr das eh schon 60 Stunden gespielt habt oder mehr, rentiert sich's doch vielleicht mal Geld reinzustecken. Ansonsten kann man das Spiel auch bestimmt ohne Probleme kostenlos zocken. Ja, gibt einfach nicht so viel Geld aus, Kinder. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Ich finde es sehr interessant. Ich freue mich auf den Switch-Release. Bis dahin werde ich jetzt, keine Ahnung, bis Level 10 zocken oder so. Mal schauen. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Vergiss nicht zu speichern und bis dann. Tschüss!